Ich wäre so gern mal wieder mit was fertig, hast du gesagt und den Plätzchenteig ausgerollt. Dein Kätzchen lag eingerollt auf dem Filzkissen. Ich hab ein Glas Wein gewollt und du willst wissen, wann hat das aufgehört, dass man Sachen beenden kann? Früher ging das doch, wenn wir nach den Hausaufgaben das Hausaufgaben uns draußen jagten, die Hauptaufgaben Baum raufwagen und Haut aufschlagen. Vorher noch Mathe beenden mit bebenden Händen. Heute ist es nur noch Händeln von Schwebezuständen. Ich muss deine Förmchen drehen und wenden, während ich behutsam ausstanz. Deine Worte haben Schwere und pendeln zwischen Leere und Verklären. Die Katze träumt von einem Mausschwanz. Du schiebst das Blech in den Ofen und dann wirst du zum Stressphilosophen. Ich habe diese Utopie von einem leeren Postfach, sagst du. Und stattdessen halte ich den Kopf wach, denn es kommt immer noch eine Mail. Der Laptop hat immer noch einen Fail. Irgendwer braucht dringend ein Formular. Irgendein Handwerker war wieder nicht da. Ständig mahnt irgendeine Kündigungsfrist. Mein Ex-Freund schreibt mir, wie verliebt er noch ist. Irgendwo in der Stadt wird immer gebaut. Auch sie ist nie fertig. Immer ist's laut. Ich bin so fertig. Es steht mir bis hier. Ständig ein Ball in der Luft und meistens gleich vier, ey. Wenn ich selbst im Urlaub am Jonglieren bin, dann hat doch echt nichts hier einen Sinn. Eine Therapeutin hätte dir jetzt vielleicht gesagt, sie sollten nicht den Berg sehen und stattdessen verstehen, es sind viele Schritte, die sie Riesenbitte nach und nach beschreiten. Dann wird auch wieder mehr gehen. Ich werde sie begleiten. Doch ich habe meine eigenen großen, wirren Klagen. Deshalb hörst du mich prosten, klirrend fragen. Und was machen wir jetzt, solange die Teige heiter backen? Schweigen, weiter schnacken. Was dir das Fertigwerden, ist mir die Zwischenzeit. Du hast das Gefühl, dass nichts jemals endet. Ich habe kein Gefühl dafür, was ich tun kann, bis etwas eintritt. Fußballspieler sind alle mindestens 20, dachte ich mit 10. Was mache ich in der Zwischenzeit? Ärzte sind alle mindestens 30, dachte ich mit 15. Was mache ich in der Zwischenzeit? Autoren sind alle mindestens 40, dachte ich mit 20. Dann habe ich ein Buch geschrieben. Ich lebe von einem großen Ereignis zum nächsten. Ich brauche Deadlines. Doch oft verwandeln die sich in Todesschlangen, in denen ich warten muss. Großes Bangen, bis endlich etwas passiert. Und bis dahin, wie paralysiert. Manchmal fehlt mir die Gegenwart. Denn obwohl ein Termin mir entgegenstarrt, darf ich mich weiter bewegen. Starrt. Früher ging das doch. Ja, wenn ich nach der Schule früher fertig war als die anderen, dann habe ich nicht so wie die Spätzle gedöst, sondern logische Rätsel gelöst. Wenn der Deutsche neben dem Franzosen wohnt und keine Pflanze neben der Türe hat und auch der Amerikaner und der Engländer Nachbarn sind, hinter welcher Tür wohnt dann der Russe? Du verzweifelst währenddessen noch an anderen Aufgaben. Wenn der deutsche Banktyp neben dem Babysitter steht und ich Wanzen in der Wohnung habe und auch der Steuerprüfer und der Vermieter Bekannte sind, hinter welcher Mail wohnt dann die Entspannung? Die Halbmonde und Sterne sehen schon braun aus. Dein Blick, halb tot, halb ferne, fällt auf den Baum raus und dann auf mich. Und du schaust mich an, als würdest du eine Lösung erwarten. Doch ich bin nicht ein Terabyte, selbst mit Terabyte an Daten über kranke Selbstzweifel und Trauern, Gedanken, Weltreisen und Mauern, um sich selbst kreisen und lauern auf eine Chance, den Spuk zu verlassen. Du, ich muss passen. Ich kann's nicht erklären oder ändern, wenn dann durch gemeinsame Zeit, mit geteiltem Weinen und Wein. Und während die Katze erwacht und müde umherblickt, haben wir eine meiner Zwischenzeiten rumgebracht und zumindest deine Plätzchen sind fertig.